So, Woody, dann lass uns mal reinschauen, was wir hier für einen Raptor geliefert bekommen haben. Lassen wir alles weg hier vorsichtig. Ah, das ist gar kein Raptor. Das ist die komplette Beleuchtungslieferung der Firma Econlux Solar Raptor. Zoomonster.com. Genial, das war gar kein lebendes Tier. Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer ganz, ganz besonderen Sendung. Ich heiße Sven, den kennt ihr mittlerweile, das ist Woody. Und warum ist das heute eine ganz besondere Sendung? Ja, sie ist ganz besonders, weil ich für meine Vision oder meinen Traum, dieses Terrarium zu bauen, noch jemanden ins Boot holen konnte, der diese Vision genauso teilen kann. Und das ist kein anderer als die Firma Econlux Solar Raptor. Wer sich mit Terraristik und Beleuchtung auskennt, weiß, das ist schon wer, das ist nicht irgendwer. Für mich ist es gerade, was die LED-Technik angeht, der absolute Marktführer. Ja, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass die Firma Econlux sagte, wir wollen deinen Traum und deinen Weg mitgehen? Ja, wie kam es dazu? Nach so vielen Jahren Abstinenz, Terraristik, habe ich irgendwann wieder angefangen, auch nach Beleuchtung zu suchen, zu gucken, wie geht es da weiter, wie ist es weitergegangen? Speziell, was macht die LED-Technik? Und da bin ich im Netz auf eine Seite getroffen, die heißt Thomas, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ich werde das unten mal verlinken. Das ist jemand, der hält Bartagamen auf eine so traumhafte Weise und der hat in einem seiner Videos die Solar Raptor Sunstrip 35 vorgestellt. Eine LED-Technik, die tatsächlich UVA-Strahlen abstrahlt und technisch auf einem absoluten Höchststand ist. Das hat mich so dermaßen interessiert, dass ich dort weiter gegoogelt habe und weiter recherchiert habe und dann tatsächlich auch Kontakt zu der Firma Econlux aufgenommen habe. Und ich kann es heute immer noch nicht fassen, dass die Firma Econlux, der Dank geht erstmal raus an das ganze Team, quasi meinen Traum und meinen Weg mitgehen möchte und mir quasi die komplette Beleuchtung für dieses Terrarium zur Verfügung gestellt hat. Das ist für mich als kleiner Terrarianer, als quasi wieder Neueinsteiger, ein absoluter Traum. Ja, wie kam es dazu? Ich habe die Firma angeschrieben, habe meine Geschichte erzählt, was ich vorhabe und ich konnte das Team begeistern. Und so kommt es jetzt zu dieser Zusammenarbeit, was für mich, wie gesagt, da bin ich fast sprachlos. Ja, es dauerte nicht lang. Nach kurzem E-Mail-Verkehr und nach, ja, Überlegungen, wie könnte man das Ganze hier beleuchten, kam auch schon, wie ihr gesehen habt, dieses riesige Paket mit diesen vielen Teilen. Ja, was haben wir uns bei der Beleuchtung gedacht? Man muss, bevor es gleich wieder Kritik gibt, ne, oh, viel zu wenig und viel zu wenig Watt, muss man, was man jetzt im Moment vielleicht schlecht sehen kann, diesen Standort meines Terrariums und auch die Bauweise beachten. Ihr wisst ja, es wird ein Ganzglas-Terrarium als Raumteiler und das Ganze ist so gebaut, dass durch meine bodentiefen Fenster tatsächlich in dieses Terrarium, auch wenn ich es möchte, Sonnenlicht einfällt. Und ich verlinke hier auch gleich mal ein Bild hier oben. Da seht ihr, dass selbst im Februar dort schon Temperaturen an dem einen Sonnenspot von 36 Grad stattfindet. Das bedeutet, ich habe eher nicht das Problem, dieses Terrarium, das große hinter mir, warm zu kriegen, sondern ich habe eher das Problem, in Anführungsstrichen, das Terrarium so zu temperieren, gegebenenfalls zu kühlen, dass es nicht zu warm wird. Aber da denke ich, bin ich mit dem Partner Econlux von den Materialien her super aufgestellt. Und zusätzlich wird noch hier vorne in dem großen Bereich wird noch eine temperaturgesteuerte Jalousieanlage montiert, die im schlimmsten Fall das Ganze abdunkelt, um es dort drin nicht zu warm werden zu lassen. Und natürlich auch
Ja, die Einwände gab es auch das eine oder andere Mal, was ganz Glas, Terrarien oder Raumteile angeht, um auch gegebenenfalls bei Familienfeiern, wenn hier viel Betrieb ist, den Tieren auch eine gewisse Abschottung zu bieten. Ja, was haben wir uns hier bei der Beleuchtung gedacht? Wer meine Baudokumentation verfolgt hat und mein Planungsvideo gesehen hat, ist irgendwann auch mal über diese Zeichnung gefallen. Da habe ich mir am Anfang mal Gedanken gemacht, was möchte ich machen? Da will ich euch kurz mal mitnehmen. Ich habe ja hier, wie gesagt, dieses Terrarium. Und ich habe mich entschieden, ich möchte in dieses Terrarium eine Grundbeleuchtung einbringen. Da sprechen wir gleich drüber. Ich möchte hier neben dem Teich in diesem Bereich einen Sonnenplatz einrichten. Und ich möchte diagonal dort oben im Astwerk einen zweiten Sonnenplatz einarbeiten. Ja, und um das Ganze umzusetzen, fangen wir von vorn an, starten wir mit der Grundbeleuchtung. Ich sagte ja gerade, wir haben hier den Vorteil, dass das ein absolut helles Wohnzimmer durch viele bodentiefe Fenster ist. Hier ist eine direkte Sonneneinstrahlung, also das Terrarium ist an sich schon sehr, sehr hell. Somit haben wir uns für eine Grundbeleuchtung entschieden, und zwar, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, das ist der Solaraptor Sunstrip 35 in 1,45 Meter Länge. Das ist das längste, was es gibt. Und das Ganze hat 51 Watt. Man kann aber, und das ist das Schöne, wenn man größere Terrarien hat, breitere Terrarien, kann man diese Geschichten verlängern. Also man kann dort Parallellampen dazu bauen und sie steuern. Zum Thema Steuern, da sind wir gerade genau richtig. Man kann diese Lampe, wenn man es möchte, mit einem Vorschaltgerät betreiben. Das ist dieser hier. Damit kann ich die Lampe, wie jede normale Lampe auch, einfach nur an- und ausschalten und ich habe immer die volle, helle Beleuchtung. Aber in dieser Lampe steckt natürlich deutlich mehr und um das Ganze aus dieser Lampe herauszuholen, bietet die Firma Solaraptor Econlux diesen Con-Controller. Das ist, ich gucke da schnell mal rein, ein kompaktes, kleines, intuitives, leichtes zu bedienendes Computerelement. Das Ganze sieht so aus. Das wird quasi zwischen dem Netzteil und der Lampe geschaltet. Und mit diesem Gerät kann ich quasi die komplette Leistung dieser Lampe abrufen. Ich kann, wenn ich möchte, jegliche Beleuchtungsfarbe in dieser Lampe selber steuern, Zeiten eingeben, wie ich es möchte. Das Schöne ist aber an diesem Gerät, dass dort ein vorprogrammierter Tagesablauf einprogrammiert ist, der einen Sonnenaufgang imitiert, der einen vernünftigen Tagesablauf imitiert und der auch einen Sonnenuntergang und eine Mondphase imitiert. Und dieses Programm, ich habe das natürlich alles schon vorher, natürlich schon vorher in den Karton geguckt, schon durchprobiert und ich muss sagen, es ist für meine Zwecke schon fast perfekt. Die Mondphase, also man kann das durchgehend mit einem blauen Licht imitieren, die werde ich verkürzen, aber sonst ist das Plug and Play, es ist intuitiv, ich brauchte dort keine Bedienungsanleitung, super Gerät, kleinhandlich, also wer sich diese Lampe holt, sollte auf jeden Fall auch zu diesem Gerät greifen, um die volle Möglichkeit auszunutzen. Ja, damit haben wir quasi die Grundbeleuchtung besprochen. Dann habt ihr, wie ihr auf der Zeichnung sehen könnt, habe ich angesprochen, dass ich zwei Sonnenplätze haben möchte. Was ist in der Reptilienhaltung extrem wichtig? Extrem wichtig ist Temperatur, die richtige Temperatur und natürlich auch die UVA- und UVB-Bestrahlung. Und dort gibt es natürlich verschiedene Anbieter und verschiedene Lampentypen, aber in meinem Fall habe ich mit der Firma Econlux eine Firma, die das Ganze in Einzel- und auch in Paket- und Sets anbietet, wo man sich überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Ich habe mich oder wir haben uns entschieden, pro Sonnenplatz habe ich mich für eine Hochdrucklampe entschieden, das sind diese HID-Lampen, UV-Lampen, die UVA und UVB abstrahlen, die mit einem Vorschaltgerät betrieben werden müssen. Jeder Reptilienhalter kennt das. Da brauche ich ein Vorschaltgerät für, um diese Lampen zu betreiben.
Die brauchen eine gewisse Aufwärmphase, um ihre volle Lichtleistung zu erreichen. Und das Schöne bei der Firma Econlux Solaraptor ist, dass man hier, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau hinhalten kann, dort gibt es Diagramme, auf der man speziell für diese Lampe lesen kann und sehen kann, in was für einer Entfernung ich welche UV-Strahlung zu erwarten habe. Die Temperatur ist dort nicht aufgelistet, sowas muss hinterher ermessen werden. Sicherlich gibt diese Lampe auch Wärme ab, aber in meinem Fall wollte ich das Ganze kombinieren und zwar noch mit einem Mischlichtstrahler. Das Ganze oder dieser ganze Strahler strahlt auch UVA und UVB-Strahlung ab, aber hat den großen Vorteil, auch eine größere Wärmeintensität abzustrahlen. Diese beiden Geräte kombiniert kommen jeweils auf einen Beleuchtungsspot. Das ganze Set einmal hier und einmal da. Passend dazu bietet natürlich die Firma Econlux auch die, das nennt sich hier die Clamp Lamps, also im Prinzip diese Lampendome an, damit man das Licht schön bündelt und natürlich auch unten ein Schutzgitter, damit sich die Tiere nicht verbrennen. In meinem Fall, in dieser Bauweise wird es so sein, ich habe die Möglichkeit oder ich werde diese Lampen an Ketten aufhängen, um in meiner wirklich lang werdenden Einlaufphase wirklich zu testen, sind die Temperaturen richtig und vor allem sind die UV-Werte an diesem Spot richtig. Diese UV-Werte kann man zwar erlesen, aber sollte man hinterher mit einem UV-Messgerät definitiv nachmessen. Das Schöne ist, ich kann justieren, wie ich möchte. Ich kann die Höhen justieren durch dieses Kettensystem. Ich kann das mir so einstellen, wie ich es haben möchte. Des Weiteren ist natürlich klar, sollte es zu warm oder zu kalt sein, werde ich das Ganze natürlich korrigieren, so lange, bis ich die vernünftige Temperatur habe. Ja, wie gesagt, das Ganze gibt es doppelt. Ich habe das für beide Sonnenplätze parallel. Nun kommen wir zum Punkt, wie will ich das Ganze steuern? Wir haben gesprochen, die LED-Leiste steuert sich von allein mit diesem Con-Controller. Die Wärmeplätze werde ich separat mit dem Solaraptor Con-TH Timer Controller kontrollieren und steuern. Das ist ein Controller, der beinhaltet drei Steckdosen. Eine Steckdose davon kann ich einfach als zeitgesteuert nutzen. Die zweite ist zeitgesteuert und Temperatur kombiniert gesteuert und die andere ist Zeit- und Luftfeuchtigkeitsgesteuert. Zur Luftfeuchtigkeit ist klar, die Steuerung wird hier eingebaut für die Beregnungsanlage, die hier reinkommt. Und die Grundbeleuchtung hier wird über diese Controller gesteuert. Was ich bei mir machen werde, ist, ich werde das in den Tagesablauf oder in diesen Tagessonnenschein Zyklus werde ich das einbauen, dass ich speziell die Wärmelampen in einem gewissen Zeitfaktor mit zu- und abschalte, weil man muss darauf achten, dass die Hochdrucklampen, die mit dem Vorschaltgetrieben betrieben werden, nicht geeignet sind für ein permanentes An- und Ausschalten. Die brauchen eine gewisse Abkühlphase und eine Zuschaltphase, also die sind nicht geeignet, um irgendwie temperaturgesteuert sein Terrarium zu steuern. Das bedeutet, die Temperatursteuerung werde ich auf die normalen Mischlichtstrahler legen. Die Hochdrucklampen werden dauerhaft leuchten, solange es die Temperatur erreicht. Und so werde ich mir hinterher einen schönen Tagesablauf mit Sonnenaufgang, werde ich hier verschoben über das Terrarium einprogrammieren. Aber da kommen wir später zu, wenn ich das Ganze installiere. Ja, ich denke mal, ich habe die Geräte, die ich hier verbaue, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, vorgestellt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, geht gerne auf die Homepage der Firma Econlux Solaraptor. Erwerben kann man das sicherlich auch dort, wenn man nachfragt, aber hauptsächlich geht es über die Webseite zoomonster.com. Dort kann man alles Mögliche an Informationen bekommen. Es gibt deutlich mehr und auch die Wattzahlen sind unterschiedlich, die Längen, guckt euch an, was es da alles gibt. Es ist wirklich zu empfehlen, es ist kinderleicht zu montieren, sämtliche Kabelverbindungen sind wasserdicht geschraubt, man muss dort nicht selber Hand anlegen. Ich freue mich drauf,
Wie gesagt, ein Teil, ich bin natürlich wie ein kleines Kind zu Weihnachten, ein Teil davon habe ich natürlich schon geöffnet und ausprobiert und habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Ja, ich denke mal, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Fragen zu den Anlagen habt, könnt ihr sie mir gern stellen oder sprecht das super freundliche Team der Firma Econlux an. Ich denke mal, die beantworten jede Frage und damit habt ihr einen Partner. Ich denke mal, da wird sich das Tier freuen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund und bis bald.